Ich glaube, ich bin fertig. Ich habe gerade gefurzt und das stinkt so hart wieder durch nach Ei. Bah! Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Lia Aga Hilkram. Wenn ihr wüsstet, wie lange ich jetzt gebraucht habe, um diesen scheiß Satz zu sagen, das ist ungelogen, meine 576,7. Aufnahme von meinem Intro. Ich wollte das erst alles am Anfang reinschneiden, weil das so lustig war, aber ich musste mir gerade mein eigenes Video angucken, damit ich das hier nicht verstotter. Das hat mich so abgefuckt jetzt, aber auf jeden Fall hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Lia Aga Hilkram. Heute mal ein ganz anderes Video. Wie ihr es im Titel schon gesehen habt, ist es heute nämlich kein Live-Gameplay, bla bla bla, mit Facecam. Huh, Gott sei Dank. Müsst ihr mein wunderschönes Gesicht nicht sehen. Dann heute dachte ich, teile ich mit euch ein paar Tipps, die mir ziemlich geholfen haben, im Battlefield weiter voranzukommen, was Aim bzw. Movement angeht und Tipps, die ich auch selber herausfinden musste, weil sie die meisten YouTuber gar nicht so oft nennen bzw. einfach überspringen. Und zwar handelt es in diesem Video alles um den PC und die Mauseinstellung, wie ihr die Maus konfiguriert, dass damit ihr am besten aimen könnt in dem Spiel. Und damit möchte ich euch einfach helfen. Wenn das euch gefallen hat bzw. geholfen hat, würde ich mich echt mega über einen Daumen freuen. Wenn nicht, auch über konstruktive Kritik in den Kommentaren, weil das ist das erste Tipps-Video ist, was ich hier gemacht habe. Es ist auch ein ziemlich kurzes, aber ich hoffe, es hilft. Als erstes möchte ich euch ein paar Tipps zur Mausgeschwindigkeit geben. Ich spiele mit 800 dpi auf einer 11%igen Geschwindigkeit. Und zwar habe ich früher auch mit einer richtig, richtig hohen Mausgeschwindigkeit gespielt und das ist okay. Viele Leute spielen auch mit einer hohen Mausgeschwindigkeit, aber mit einer niedrigeren Geschwindigkeit, beziehungsweise wenn ihr aus dem Handgelenk aimt, seid ihr einfach präziser und das ist Fakt. Peng. Dementsprechend habe ich hier zwei Tipps, die ich euch geben möchte. Wenn ihr mit einer High Sense spielen wollt, dann macht einfach mal einen Flick mit der Maus auf eurem Mauspad, nur mit dem Handgelenk von links bis so weit ihr könnt nach rechts, nur mit dem Handgelenk. Und in dieser Entfernung müsst ihr eure Mauseinstellung in-game so einstellen, dass ihr, wenn ihr auf einer Highsense spielen wollt, ein 360, das heißt 360 Grad Drehung macht. Was ich euch aber empfehlen würde, und ihr seht das auch gerade hinten im Video, sagen wir, ihr braucht 15 cm auf dem Mauspad, um eure Maus von links nach rechts zu bewegen, nur mit dem Handgelenk. In dieser Bewegung sollt ihr in-game am besten eine 180 Grad Drehung machen, sprich einmal von vorne nach hinten. Das unterstützt euer Muscle Memory insofern, dass ihr in Zukunft wisst, okay, wenn ich soweit ich kann rechts ziehe mit meiner Maus, mache ich einen perfekten 180, sprich 180 Grad Drehung. Wenn ein Gegner von hinten kommt, ist das immer richtig gut, weil dann guckt ihr mir richtig aus der Wäsche. Ah, und ihr werdet auf der Zecke beleidigt. Der weitere Vorteil bei dieser Taktik ist einfach, egal welches Spiel ihr spielt, ihr könnt immer wieder das machen, dass ihr den Run, also 180 Grad Drehung bei diesen, sagen wir, 15 cm macht und somit ist euer Aim in jedem Spiel das gleiche. So Leute, kommen wir gleich zum zweiten Tipp. Und zwar, der zweite Tipp befindet sich unter den erweiterten Steuerungseinstellungen, nennt sich einheitliches Zielen und auf Englisch Uniform Soldier Aiming. Alter, ich kann nicht reden. Uniform Soldier Aiming. Das würde ich euch höchstgradig empfehlen, auf einzustellen. Ich hatte das erst auch nicht, aber falls ihr euch noch nicht so perfekt an eure Einstellung gewöhnt habt, beziehungsweise versuchen wollt, etwas Neues auszuprobieren, damit ihr noch besser seid in Zukunft, würde ich das an eurer Stelle anstellen. Und zwar auf den Koeffizienten 178%. Ich habe es auch erst nicht verstanden, aber ihr müsst eure Monitor Resolution nehmen, sprich die Auflösung von eurem Monitor, also 1920 bei mir, geteilt mit 1080. Kurz mal gucken, ob das stimmt. Und das ergibt euch dann euren Koeffizienten. Also wenn ihr einen 4K-Monitor habt, müsst ihr natürlich die verschiedenen Auflösungen miteinander dividieren und den Koeffizienten halt dort eingeben. Denn das bewirkt, dass eure Mausgeschwindigkeit in jedem Visier die gleiche ist. Weil im Battlefield ist es nämlich normalerweise standardsgemäß so, dass jedes Visier eine andere Mausgeschwindigkeit hat. Das heißt, ihr müsst euch theoretisch an die Mausgeschwindigkeit ohne Visier gewöhnen, an die Mausgeschwindigkeit im Sniper-Visier, in einem 3-fach-Visier, in einem Einfach-Visier, 1,25er-Visier. Die Geschwindigkeiten sind alle unterschiedlich. Und wenn ihr Uniform Soldier Aiming anmacht, sind die alle gleich. Bis auf die Sniper. Die ist, glaube ich, ein bisschen geringer. Aber das weiß ich eigentlich gar nicht genau. Auf jeden Fall ist sie auch schneller. Und ihr müsst euch dementsprechend nicht mehr so viele Mausgeschwindigkeiten aneignen. Und es fühlt sich alles auch gleich viel neutraler an. Und ihr trifft auch automatisch besser. Es sei denn, ihr habt natürlich gerade die Mausgeschwindigkeit auch gerne. Dann müsst ihr euch auch daran erstmal gewöhnen. Die meisten Leute haben das sogar ausgestellt, weil die Funktion relativ neu ist. Aber für alle Spieler, die neu dabei sind oder etwas Neues probieren wollen oder besser werden wollen, würde ich euch echt empfehlen, dies anzustellen. Es ist echt ein guter Tipp. Er hat mich weit gebracht. Und ich hoffe, der hilft euch auch so wie mir. Und wie ihr dann im Hintergrund sehen könnt, könnt ihr im Visier dann genauso ein 180 machen mit den 15 cm auf dem Mauspad. Im Visier als auch ohne Visier. Sprich, ihr habt die gleiche Mausgeschwindigkeit und könnt somit den Gegnern ordentliche Schellen in die Fresse drücken. So, das waren noch die zwei Tipps, die ich euch geben kann. Ich hoffe, ihr versucht das mal aus. Wenn nicht, dann nicht. Und falls ihr Battlefield noch nicht habt, ich würde euch echt empfehlen, das zu kaufen und meine Tipps anzuwenden. Ist nämlich ein nice Spiel. Die haben leider nur ein halbfertiges Spiel rausgebracht, aber die Updates kommen mit der Zeit. Also wenn ihr es noch nicht habt, dann holt es euch, Leute. Vertraut mir. Ansonsten war das das erste Tipps- und Tricks-Video, was ich je gemacht habe. Es ist 3 Uhr, nee, stimmt gar nicht, es ist 4.18 Uhr, deswegen bin ich echt ziemlich im Arsch und kann nicht so laut reden, weil meine Freundin nebenan schläft. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr euch unterhalten, beziehungsweise ihr habt was daraus gelernt, was die verschiedenen Einstellungen überhaupt machen. Ansonsten würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm und wir sehen uns dann in 3 Tagen wieder mit einem sexy Battlefield 5 Video. Haut rein, Boys. Kuss auf die Nuss. Anybody here can get it. Treat the game like a scrimmage now. Mess up you with the flow. I swear nigga got no limits now. I've been ballin' for a minute. Whole team full of winners. Anybody here can get it. You tuned into the realest now. Anybody...